hier muss Gerechtigkeit einkehren. Das geschieht immer im Namen der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist ein sehr geläufiges Wort in unserem Politikbetrieb. Die einen haben zu viel und das haben sie irgendwie unredlich erworben. Und da muss ein Ausgleich her. Und zugunsten der Mehrheit. Deswegen hat auch Demokratie und demokratische Bewegung was damit zu tun. Es ist nicht so, dass die demokratische Bewegung davon frei wäre. So, und jetzt muss man sich das anschauen. Wie ist das entstanden? Warum haben Juden in Deutschland diesen beispiellosen sozialen Aufstieg vor 1933 hinlegen können? Das ist einmal der Bildungsaufstieg der jüdischen Kinder. Also wenn Sie so Ihre schwäbisch-arischen Vorfahren betrachten, wie lange die gebraucht haben zum sozialen Aufstieg und wie froh die waren, wenn die aus Münsingen kamen, wenn die Tochter nach Stuttgart kam, wenn sie sich mit einem Unterpostamtmann verheiratet hatte, der wenigstens ein Beamter war. Und jetzt schauen Sie sich solche Juden an, die aus Osteuropa kamen. Binnen einer Generation waren die an der Universität. Und warum? Weil Bildung da etwas galt, weil die jüdische Religion eine Schriftreligion ist. Jeder muss lesen lernen seit Jahrhunderten und er muss darüber diskutieren. Er darf das nicht glauben, was da steht. Er muss den richtigen Weg selber suchen. Und so haben sie die Situation überall in Deutschland, aber auch in den anderen Ländern. In Preußen 1900 67% der jüdischen Schüler machen einen höheren Schulabschluss als Volksschule. 1967% und 5% der christlichen Kinder. Jüdische Mädchen in Berlin sind 12,5 Mal so häufig auf höheren Töchterschulen denn christliche. Die dürfen aber nicht in öffentlichen Dienst, die dürfen auch nicht zur Armee. Also werden sie selbstständig und im öffentlichen Dienst wird man ja nicht so reich. Und so, jetzt ist Folgendes interessant. Der Antisemitismus, der um 1880 entsteht in Deutschland sehr stark, bezieht sich immer auf den schnellen sozialen Aufstieg. Wenn die so weitermachen, wie sie machen, werden wir ihre Knechte und Mägde sein. Das ist die Devise der Antisemiten. Überall in Deutschland sehen Sie an den kaiserlichen Schulbauten und Gymnasien, wie zentral ab 1875 die deutsche Bildungspolitik versucht nachzuholen. Sie ist bis dahin mit die schlechteste in Europa, also in Westeuropa. Der Abstand verringert sich in der Weimarer Republik. Es sind nicht mehr 10-mal so viele Studierende, Studenten an den Hochschulen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl, Christen, Juden. Die machen auch noch 2 Jahre vorher die Examen und besser, sondern nur noch 4-mal so viele in der Weimarer Zeit. Und indem sich der Abstand verkürzt, wächst der Neid, wächst der Hass. Denn den Neid beziehen wir nicht auf Menschen, die uns sehr weit voraus sind. Wir beneiden nicht Leute mit einem Privatflugzeug, sondern wir beneiden Leute, wo wir denken, naja, also der schreibt dumme Bücher und hat eine doppelte Auflage wie ich. Na, so, das ist die. Hier bewegt sich der Neid. Und indem der Abstand sich verringert, kommen die Nacheilenden und sagen, die wollen wir einholen, die wollen wir überholen, die müssen jetzt weg. Bildung als ein ganz zentraler Begriff. Ja, und jetzt passen Sie mal auf. Das heißt, dass der Antisemitismus aus etwas prinzipiell Gutem entsteht, nämlich einer allgemeinen sozialen Mobilisierung nach oben, Bildungsförderung. Und das verstärkt sich in der Weimarer Republik, die hatte große Schwierigkeiten materielle,
hat aber die Zahl der Abiturienten binnen dieser 14 Jahre verdreifacht und die Zahl der Studenten verzweieinhalbfacht, und erstmals 20% waren davon junge Frauen.